Tristan heißt der neue Gefährte, der an unserer Seite kämpft. Er hier Fighting Bull und Jund Kafkön begleitet in einem Gespräch zu dritt. Die beiden haben sich echt gefunden. Zwei Herren, die sich sehr gut mit Heilzaubern auskennen und damit das Gute zu beherrschen, um das Böse zu besiegen und zu bekriegen. Und die furchtbaren Schreie im Hintergrund, das ist nicht etwa irgendein Bösewicht, der uns gleich zu überfallen gedenkt oder eine Kriegsgöttin, sondern das ist Amiri, die immer wieder völlig mit absoluter Begeisterung immer wieder auf diese Strohpuppe eindrischt, hin und wieder auch trifft. Und es ist unfassbar, wie gut, was die für eine gute Qualität hat. Nicht nur Amiri, auch die Strohpuppe, dass sie diese vielen Hiebe mit diesem riesigen, riesigen Zweihänder-Schwert übersteht, ohne in Stücke zackt zu werden. Echte Meisterarbeit, made by Raublande. Fabelhaft, unfassbar. Wie in dieser Fantasy-Welt, was die Strohpuppen für eine Qualität haben. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen in Schwafelstimmung. Das hängt auch damit ab, dass ich meine Unsicherheit überspielen muss. Ich bin nämlich, ja, blind und taub unterwegs. Stumm nicht, wie ihr merkt, aber doch blind und taub. Zumindest was die digitale Welt ausmacht. Ihr habt vielleicht mitbekommen, mindestens einen Tag, mehr weiß ich im Moment noch nicht, ist dieses Let's Play ausgefallen auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeichne im Augenblick auf und habe keinen Zugang zum Internet. Weiß also, kann keine weiteren Folgen hochladen, nehme jetzt ein bisschen im Voraus auf, habe halt Internetprobleme, kann auch nicht die Kommentare jetzt von euch lesen. Das ist einfach hier ein bin also quasi, ja, also zumindest nicht in der Menge, die Kommentare lesen, dass ich hier die nennenswert berücksichtigen könnte. Und ja, versuche hier irgendwie auf eigene Faust jetzt hier durchzukommen. Irgendwann wird das wieder möglich sein, dass ich weiß, was ihr geschrieben habt und dass ich das auch alles wieder beherzigen kann. Dann werde ich in der Folge, in der ich vermelden kann, ich bin werde von euch wieder gecoacht, die Folge mit einem Jubelschrei beginnen und euch das sofort mitteilen. Bis dahin geht einfach davon aus, dass ich nicht lesen konnte, was ihr unter den letzten Folgen gepostet habt. Okay? So, jetzt wollen wir hoffen, dass das alles gut geht. Ein Gespräch mit Bocken. Brauchen wir noch weitere Heiltränke? Ich glaube eigentlich nicht. Wir haben noch eine ganze Menge. Sind unsere Leute irgendwie total, könnten wir aufleveln. Auch die hat Stufe 3 erreicht, aber das ist mir ordentlich noch nicht nötig. Das mache ich dann, wenn ich sie wirklich in unserer Gruppe wieder aufnehmen will und wenn ich dann genau weiß, welche Charaktere habe ich dann an meiner Seite und wie können die idealerweise zusammen harmonieren, also die jetzt im Verdacht hochskillen, ohne genau zu wissen, auf welche Gruppenzusammensetzung. Das finde ich jetzt so mäßig clever. Also wir können wie immer uns noch ein paar Heiltränke holen, könnten wir, beim letzten Mal hatten wir aber unfassbar viele uns geholt. Stattdessen laufen wir hier mal rüber und versuchen mal Onyx Leviton ein bisschen was zu verhökern. Wir verkaufen erstmal den ganzen Tant, den wir gesammelt haben. Wir bekommen gerade mal 104 Goldstücke dafür. Dann können wir aber eigentlich auch die ganzen Waffen verkaufen. Das ist zwar ein schönes Kurzschwert, aber wir haben keinen, der das im Augenblick führen könnte. Wir verhökern einfach alles. Alles muss raus. Ein Sale, bis auf die beiden ewigen Fackeln. Alles muss raus, weg damit. Ich glaube, so einfache Waffen, die bekommen wir auch im Laufe der Zeit noch haufenweise, dadurch, dass wir sie unseren Feinden abnehmen. So, das muss alles weg. Gerade mal 30 Pfund, die wir dann leichter sind. Und 878 Goldstücke, die wir reicher sind. Das ist eine ganze Menge. Dasselbige machen wir jetzt auch mit allen Rüstungen. Doppelklick, alles rüber auf die andere Seite. Muss ich auch nicht nochmal checken, hatten wir vorher getan. Und weg damit. 225 Pfund leichter, wow. Und ein bisschen Gold. Und Geld bekommen wir dafür, dass irgendwie gar nichts wiegt. Die Tränke und die Rollen behalten wir. Die sind nicht sonderlich schwer und auch solche simplen kleinen Stäbe behalten wir erstmal. Können wir immer noch mal. Vielleicht nutzt uns der irgendwann mal was. Dann haben wir ganz viele Geschenke der Dryade eingesammelt. Mittlerweile deren 3. Die behalte ich noch. Die wiegen fast nichts. Vielleicht ergeben die irgendwann, wenn wir geduldig sind, noch irgendeinen zusammenhängenden Sinn mal gucken. Und das behalten wir auch erstmal. So, das war's, glaube ich. Das ist der ganze Krempel, Nahrungsmittel, die wir brauchen, um irgendwas Schönes zu kochen. Diverse Bücher, wird alles erstmal behalten, alles behalten. Und an Waffen kaufen wir erstmal nichts dazu. Das war's jetzt einfach.
Anbieten führt ja zu nichts und wir gehen wieder raus und haben jetzt 1214. Das ist schön. Und ich würde jetzt doch gerne wissen, wie das jetzt aussieht. Wir laufen mal einmal hoch und schauen uns nochmal unsere Tour an. Ich glaube nicht, dass wir da groß was rein oder rauslegen müssten. Unbedingt, aber wir machen es mal. Die Geschenke der Dryade. Können wir doch. Wer sind denn die beiden Herrschaften hier? Octavia und Regongar, klar, die stehen immer hier oben. Ich hatte eigentlich gehofft, mit Octavia hier unter vier Augen sprechen zu können, ganz genau. Wir haben hier genau die Dinge hier reingepackt, die eventuell mal irgendwann hilfreich sein könnten. Das machen wir jetzt auch mit den Geschenken der Dryade, die kommen da auch alle rüber. Und auch, wir kennen noch keinen Antiquitätenhändler, deshalb kommt das alles erstmal hier rein. Wir haben noch sehr viele Alchemistenfeuer. Das ist eigentlich okay. Wir haben auch noch ein paar verteilt. Die Leute haben die im Gürtel. Ja, soll man nachher noch Alchemistenfeuer kaufen? Oder Säurefiolen? So ein paar zumindest. Heiltränke haben wir in rauen Mengen. Wahnsinn! Mit Octavia reden wir ein andermal, unter vier Augen. Vielleicht schaffen wir es ja doch mal, mit ihr ein Gespräch zu führen, wenn Regongar nicht dabei ist und uns bizarre Angebote macht. Nuriel, achte Auge, alles klar bei dir? Ja, prima, super. Alte Saufnase. Hallo Svetlana. Ja, einen guten Tag, Svetlana. Lebt wohl. Wir laufen nochmal raus. Übernachten müssen wir nicht. Wir hatten ja eben hier mal schon mal übernachtet, kurz bevor wir beim Handelsposten angekommen sind. Da müssen wir nicht nochmal übernachten. Und wir kaufen ihm auch noch ein paar von den Tränken ab. Also natürlich keine Heiltränke, aber nochmal ein paar mehr. Die sind ja nicht so teuer. Vielleicht sind wir mal dankbar, dass wir hier so großzügig eingekauft haben. Haben wir 6 und 7 von den Säurefiolen kaufe ich. Kostet 139, das können wir uns leisten. Ja, und sonst noch irgendwelche Tränke, die wir bräuchten? Die sind alle so teuer. Die besten sind natürlich entsprechend teuer. Den Rest lassen wir, wie es ist, und das war's. So, und dann gehen wir wieder auf Wanderschaft. Ade, mach's gut! Wir müssen neue Abenteuer erleben. Jetzt müssen wir uns gleich wieder entscheiden, wen wir mitnehmen. Regongar lassen wir da. Vielleicht, und wir lassen wieder Jethal hier. Ja, das bleibt alles hier. Alles okay? Okay. Das ist unsere Gruppe. Alle noch den Bauch voll mit einem herzhaften Essen. Jetzt suchen wir mal ein paar neue Abenteuer, neue Möglichkeiten, Erfahrungspunkte zu sammeln. Alles für einen guten Zweck, für Macht, Einfluss und die Raublande als Beute irgendwann mal. Frage ist, wohin rennen wir? Wir hatten ja von Jud Kafkön den Tipp bekommen, wir können die Festung des Hirschkönigs nicht sofort angreifen, weil abgesehen davon, dass wir auch noch nicht wissen, wo sie liegt. Wir sollten erstmal abwarten, bis der Nebel sich ganz verzogen hätte. Der ist im Begriff, sich zu verziehen, aber noch nicht so richtig. Wir laufen nochmal hier runter. Hier hatten wir bestimmte Gebiete noch nicht gefunden. Ich hatte irgendwo mal aufgeschnappt, wenn man eine Stufe mehr hat, dann, und die haben wir ja mittlerweile, dann sollte man da nochmal dran vorbeilaufen. Vielleicht würden wir dann die Wege entdecken. Und ein Objekt kennen wir, alte Ahorn, da sollten wir auch mal hin. Vielleicht begegnen wir auch irgendwann irgendwo noch einmal dem Kollegen Tartuccio. Das hier haben wir alles abgeklappert. Hier waren wir, dort waren wir, alles klar. Das heißt, wir rennen mal. Wir schauen mal, ob wir dort unten hinkommen.
Der Weg ist unbekannt. Ah, jetzt haben wir ihn gefunden. Super. Wir sind erfahrener, wir sind klüger, wir sind weiser, wir kennen die Natur besser und wir schauen mal, was im Zwei-Flüsse-Feld zu finden ist. Ja, möchte ich, unbedingt. Bin sehr, sehr gespannt. Zwei-Flüsse-Feld klingt sehr lieblich und ganz, ganz reizend. Wahrscheinlich ein Entspannungs- und Erholungsort. Schritte im Hintergrund. Keine Feinde weit und breit. Sehen wir mit Tab schon irgendwelche Beute? Nein. Ich bin wieder ein Gier, als ich weiß. Leute, mitkommen. Stimmt die Formation? Alles okay, unser Fighting Bull als Damage Dealer mittlerweile unterwegs. Der Heiler in der Mitte. Alles gut, so muss es sein. Ah, und in den ersten Feind direkt reingelaufen. Na klasse, es handelt sich um zwei entzückende kleine Wölfe. Den da oben können wir noch gar nicht anvisieren, der ist da im Hintergrund. Okay, machen wir. Er hat 3,1 Sekunden, das hat seinen Initiativwurf ergeben. Wir sind teilweise deutlich besser aufgestellt. Wir können leider nicht mehr zaubern, ich habe mich zu früh in einen Kampf reingestürzt. Mal schauen, was wir machen. Valerie, deinen Job kennst du, sie hat 3,8. Sie soll einfach mal vorpreschen. Er wird sich sowieso auf sie stürzen. Valerie, genau, gib dein Bestes, Valerie. Mach es. Fighting Bull dagegen ist ein kleiner Lahmarsch. 5,3 an Sekunden, das ist bitter. Dann nutzt ihm also auch kein Sturmangriff. Der soll einfach ganz regulär den Kollegen hier mal angreifen. Dann haben wir noch Amiri. 2,4, das ist besser. Aber die hat vermutlich ein Hindernis im Weg, nämlich Valerie. Klappt nicht. Wir müssten sie einen Ticken nach links bewegen und dann einen Sturmangriff da drauf. So machen wir das. Valerie, Amiri, du gehst mal bitte hier hin. Und dann schnappen wir uns noch unsere Lindsay. Soll ich schon ein Liedchen anstimmen gegen zwei Wölfe? Ach, das sehe ich gar nicht ein. Wer weiß, was noch an Feinden kommt. Wir warten. Was könnte sie denn sonst machen, außer Liedchen anstimmen? Erstmal gar nichts. Dann soll sie ein Lied machen, komm. Wir müssen wahrscheinlich ohnehin ja irgendwann mal rasten. Sing, stimmt ein Lied des Mutes an. Und dann schnappen wir uns noch Octavia. Könnte sich persönlich wieder eine Magierüstung geben oder einen von unseren Leuten mit ihren Zaubern boosten. Das machen wir alles nicht. Sie könnte eine telekinetische Faust wirken. 3,1 Sekunden und sie hat 4,6. Ach, ist sie langsam. Sie soll mal einfach einen ganz normalen, ja, Säurespritzer machen. Darüber hatten wir ja schon mal, das geht unendlich oft. Und in Kombination mit ihrem hinterhältigen Angriff, darüber hatten wir ja zuletzt diskutiert, klappt das. Sie wird sich das Ziel sicher von alleine suchen. Und was macht dann noch, ja, unser Heiler, der hat leider, was könnte er jetzt machen? Er könnte wiederum ein Schild des Glaubens zum Beispiel wirken, aber diese Sachen, die sind alle limitiert. Ihr seht, ein bis zweimal bis zum nächsten Nickerchen segnen. Er könnte uns alle segnen, aber es geht dann nur einmal, für eine Minute immerhin. Moralbonus, Rettungswürfe gegen Furcht. Naja, man muss sich ja nicht wirklich, wirklich fürchten vor einem Wolf, oder? Er könnte die Segnung des Gläubigen machen für einen. Wir warten mal, wen die angreifen gleich. Wen greift er an? Valerie? Ach, da kann ja nicht so viel passieren. Nee, der greift nicht Valerie an. Wen greift? Doch, der Wolf greift Valerie an. Die ist gut gewappnet. Das wird schon klappen. Alle heilen. Nee, komm. Das ist sicher nicht nötig. Bevor wir kämpfen, schon heilen. Untote sind hier nicht dabei. Hauch des Guten. Lassen wir alles erstmal. Wir machen einfach einen normalen Standardangriff mit ihm. Und ich lass mal weiterlaufen, Leute. Und jetzt schnappen wir uns. Das war eine manuelle Pause, die ich gerade gemacht habe. Unsere Amiri ist zu dicht dran für einen Sturmangriff. Aber vielleicht
Irgendwo in einem alten Kommentar hatte ich gelesen, im Gegensatz zum Pen and Paper Vorbild muss man für in die Zange nehmen, nicht exakt auf den gegenüberliegenden Seiten sein. Ach, das ist ein toter Wolf. Der hat sich am Fleisch, am Aas eines Wolfs Kollegen gelabt. Mann, Mann, Mann. Also greif ihn mal an. Die feuern hier, die feuern ins Getümmel, das bringt ja gar nichts. Also das hat ja gar keinen Sinn. Wieso denn? Ach nee, wir hatten ihr doch gesagt. Säurespritzer, das macht sie auch, alles gut. Und Tristan, ja, der wird so nicht treffen mit seiner Armbrust, das können wir knicken. Dann machen wir doch einmal. Wollen wir's? Nee, das sind alles nur so positive Geschichten. Ja, er kann sofort wirken, dann soll er mal Valerie beschützen. Kommt er rechtzeitig ran? Mal schauen. Ich denke ja. Mann! Das war aber heftig. Mal schauen, wo wir sofort das Lied unterbrechen. Das war wirklich ein ganz leichter Kampf. So. Hoppla. Hab ich die Pause reingegeben? Ja. Ich dachte schon, da kommt schon wieder irgendein Gegner. Oh, heute klappt. Irgendjemand hatte einen hohen Naturwert. Wolfsfell zum Fleisch dazugekommen. Hm, lecker Wolfsfleisch. Igitt. So, wir schnappen uns wieder unsere Leute. Niemand hat auch nur irgendetwas gelitten. Wir laufen hier ein bisschen. Was ist das? Eine Falle. Amiri hat sie entdeckt. Wer hat den höchsten Trickwert? Wir versuchen sie mal zu entschärfen. Es gibt ja manchmal Beute. Ah, wie klappt denn das? Da kommt sie rüber. Octavia. Gut gemacht. Beute 0. Klasse. Naja, trotzdem. Ich bin irgendwie stolz auf dich. Mal schauen, was wir hier am Rand weiterfinden. Noch eine Falle. Sehr interessant. Ja, aber erstmal hier die. Erstmal hier die links. Klasse. Octavia, das machst du echt super. Jetzt bin ich aber wirklich stolz. Drei Fallen in Serie hat sie entschärft. Großartig. Oh, hier ist der Teil der Karte fast schon zu Ende. Was ist das da hinten? Wir haben einen versteckten Gegenstand entdeckt. Zuerst wollen wir hier die Truhe mal plündern und entdecken. Eine Schriftrolle Orkanbogen. Während der Laufzeit dieses Zaubers eine Minute lang pro Stufe. Wenn dann Pfeile oder Armbrustbolzen abgeschossen werden, eine Größenstufe mehr Schaden, die sie machen, das ist eine schöne Geschichte. Nehmen wir alles mit und eine weitere alte Rostlandmünze. Was ist da drin, bitte? Lecker Kartoffeln und Eier und Mehl und Reis. Da kann man Pfannkuchen mit Reis machen oder was auch immer. Alles gut? Mehr aber hier nicht, ne? Nein. Dann laufen wir mal hier links lang. Schauen mal, ob wir hier noch mehr entdecken. Oder war es das schon? War das nur dieses Lager und der eine Wolf? Ja, also ich will mich nicht beschweren. Viel Beute, kleine Herausforderung, da kommt man raus. Aber ich fühle mich ja etwas unterfordert. Hier noch irgendwas, Leute? Ne, ne? Hier sind wir fast schon hergekommen. Das höre ich gerne. Das war's schon. Das war alles? Echt? Habe ich irgendwas übersehen? Mir kommt das so klein vor. Jetzt sind wir extra hier hingelaufen, um einen Wolf zu killen und ein paar Gegenstände einzusammeln. Naja, okay. Bewegen wir uns wieder raus. Hier hin. Wir könnten jetzt schon rasten. Bevor irgendjemand erschöpft ist, raste ich nicht.
Laufen wir weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit, die bislang vor uns unsichtbar war, wo wir nicht hinkamen, wo wir keinen Weg fanden. Das war hier. Wassergetränkte Tieflande. Weg ist unbekannt. Untenrum auf jeden Fall. Laufen wir erstmal hier hin. Octavia ist erschöpft. Das ist noch nicht so schlimm. Hindert uns manchmal an einem Sturmangriff, aber sie macht ja keine Sturmangriffe. Weiter, 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 ihr Lieben. Go, go, go. Nettles Kreuzung, da waren wir schon mal. Jetzt macht auch noch der Kollege hier schlapp. Wir können noch eins weiter, finde ich. Alle sind erschöpft. Okay, nicht nur kein Sturmangriff, auch Malus von 2, minus 2 auf Stärke und Geschicklichkeit. Ja, okay, meine Güte. Weicheier. Ja. Wir gehen wie immer in den Verwaltenbildschirm, aber das ist auch nicht anders als das, was wir vorher hatten. Das finde ich ja immer noch total cool, was er hier drauf hat. Tristian, Trefferpunkte, Regeneration verdoppelt. Das ist echt super. Mal schauen, ob das mit dem herzhaften Essen jetzt klappt. Und sie mit dem enormen Heimlichkeitswert, sehr unwahrscheinlich, dass wir fallen werden. Deshalb ist das auch gar nicht so schlimm, dass wir keine Wachen einteilen, weil das hilft ja nur, dass man nicht im Schlaf überrascht wird, wenn man erfolgreich angegriffen wird. Also wenn man das Lager findet, wenn unsere Feinde das Lager finden. Aber bei dem hohen Heimlichkeitswert ist es eher unwahrscheinlich, dass wir überhaupt gefunden werden. Und die beiden ergänzen sich da links, finde ich, auch ganz gut und jagen für uns. Nur 6 Stunden für die Jagdklasse. Lagertarnung erfolgreich. Ja, herzhaftes Essen hat auch geklappt. So muss es sein. Ich bin total begeistert. Wir laufen nochmal ein Stückchen hoch. Ja, toll. Klasse. Ja, wir kämpfen. Auf geht's. Ich wollte gerade mich schon freuen, dass wir in die nächste Region reinlaufen können. Mal schauen, ob die Feinde stark oder schwach sind, die uns da auflauern. Wer ist es? Wir wissen es noch nicht. Ein spuckender Riesentausendfüßler in unserem Hintergrund. Während von hinten überfallen, Igitt. Ein spuckender Riesentausendfüßler, das heißt, schnellstmöglich auf ihn zurennen. Ist es nur einer? Und was kann... Oh, ist der groß. Also ganz ehrlich, ich finde schon kleine Tausendfüßler persönlich ein bisschen beängstigend. Nein, ich spreche jetzt nicht als Fighting Bull, dann werden wir alle aufgeschmissen. Ich spreche als Writing Bull. Aber das kriegen wir hin. Wir bewegen alle Herrschaften. Wir machen erstmal so. Wir laufen nach vorne, dann zurück. Dann sind wir auf jeden Fall... Oh, da ist noch einer. Das sind gleich 2. Wir wollen erst den einen hier ausschalten. Bevor wir uns um die 2 da oben kümmern. Das heißt, es geht so rum. So, jetzt gehen wir doch auf Nummer sicher. Und wollen mal schauen, was unsere Herrschaften zaubern können. Die können spucken. Die könnten Octavia angreifen. Ich glaube, Octavia kann sich ruhig die Magierrüstung einmalig geben. Lindsay lassen wir singen. Amiri, den Kampfrausch, den hatten wir eben nicht gemacht. Für einen Feind nicht, immer nee, für 2. Und Tristian, ja, wir machen das mal. Also wir beginnen mal mit Lindsay. Nein, wir beginnen mal, doch, wir beginnen mit Lindsay. Und sagen, ja, hier, Lied des Mutes, mach mal. Dann sagen wir Octavia, dass sie sich bitte mal selbst schützen sollte. Wobei, wenn sie das macht... Dann ist der einzige Zauber weg. Immerhin für eine Stunde. Wir machen's mal. Bitte mal selber. Und dann kümmern wir uns noch um Tristian. Right here, my friend. Hi, grüß dich. Schild des Glaubens. Jetzt noch nicht, wenn wir irgendwann gegen einen Riesenmonster kämpfen würden. Dann vielleicht, ja, das wird, wenn ich das recht im Kopf habe, der Schild des Glaubens, der Bonus auf die Rüstungsklasse, nicht angerechnet auf die Rüstung, die man trägt. Lassen wir erstmal bleiben. Und dann hat er ja noch Segnen für alle.
das ist das hier, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, aber wenn wir dann ist das weg, das kann er nur einmal machen. Wir lassen ihn mal und sagen einfach und lassen ihn einfach normal kämpfen. So, und jetzt bitte einmal, jetzt schicken wir unsere Amiri hier außen hin, unseren Fighting Bull nach hier, damit das auf jeden Fall klappt mit dem Sturmangriff. Let us bide our time. I'm listening. I am yours to command. Und allen anderen sagen wir, die lassen einfach mit dem normalen Fernkampf schauen. 4-6 hat er geworfen, das ist schlecht. Und alle drei da hinten werden mit ihren Fernkampfwaffen ihn vorher treffen. Da kann nicht viel schief gehen. Oh, da links ist der nächste. Ei! Das sind aber ziemlich viele. Die beiden da oben, sind die runtergekrabbelt? Die kommen, na, da müssen wir jetzt aufpassen. Wie machen wir das? Also, der hat 0-0, der wird also sofort kämpfen und er wird spucken. Und auf wen spuckt er? Er spuckt auf unseren Fighting Bull. Und wohin spucken die? Die spucken beide auf. Auf Octavia. Wie gut, dass wir ihr die Magierrüstung gegeben haben. Tatsächlich. Oder spucken die auf Tristian? Nee, auf Octavia. Dann sagen wir, das sind ja die Fernkämpfer. Fernkämpfer gegen Fernkämpfer. Dann sagen wir denen hier, dass die gegen die anderen Fernkämpfer antreten sollen. Octavia kann sofort schießen. Dann nimmt die den hier. Die nehmen alle den hier. Vielleicht kriegen wir den in einer Runde ja klein. Weil wenn die ins Kampfgetümmel feuern würden, dann hätten die so einen starken Abzug. Aber wenn alle drei jetzt auf den da feuern und er geht nicht in den Nahkampf, dann ist er schon mal ganz gut. Dann schnappen wir unseren Fighting Bull, genau. Kann er hier einen Sturmangriff machen, super. Unsere Valerie, die schicken wir allerdings, kommt hier mit dem Sturmangriff da hinten hin, ist zu weit weg. Dann sagen wir ihr, renn einfach, Valerie, direkt vor die hin. Und Amiri, auch gehen wir auf Nummer sicher, falls Fighting Bull daneben haut, einen Sturmangriff da unten. Oh, das klappt ja echt gut. Die halten echt nichts aus. Valerie kann jetzt auch einen Sturmangriff machen. Einmal da oben. Amiri. Ein Sturmangriff dorthin, auf den Kleinen. Und unser Fighting Bull kann vermutlich gar keinen machen. Weil da jemand im Wege steht, dann sagen wir ihm ausnahmsweise mal, der soll einfach normal hier oben angreifen. Genau. Das war die automatische Kampfpause. Das war's schon. Klasse. Bei Lindsay habe ich was falsch gemacht, sehe ich gerade. Die hatte als Automatikkampf die Hypnose eingestellt. Die hat also gar nicht mit der Armbrust gefeuert. Hat die einmal getroffen mit der Hypnose? Tristian hat immer wieder getroffen mit seiner leichten Armbrust. Respekt. Von wegen, ich kann nur heilen. Klasse. Ah, der spuckende Riesentausendfüßler ist immun gegen Hypnose. Na, klasse.
Hätte ich mal früher ins Kampflog reingeguckt. Die haben halt gespuckt. Spuckender Riesentausendfüßler stirbt. Also Faustregel, je tierischer, desto weniger Hypnosemöglichkeiten. Je menschlicher und intelligenter ein Gegner ist dagegen, je mehr Verstand da ist, desto eher ist das möglich. Wir sammeln mal ein, was es einzusammeln gibt. And so they walked on. Hey, gibt's da keine Beute einzusammeln? Anscheinend nicht. Ach, ich versuche... Echt? Keine Beute? Und das ist ja ein Ding. Man kann denen nichts holen. Klar, also Riesentausler, Tausendfüßler Fleisch ist vielleicht nicht das Allerleckerste. Aber ich bin trotzdem etwas überrascht, dass wir da nichts bekommen können. Ich suche mal ab. Also normalerweise gibt es in solchen zufallsgenerierten Überfallplätzen nichts, was man einsammeln kann. Aber ich bin auch so baff, dass wir hier unseren Gegnern nichts abnehmen können. Das kommt mir ein bisschen kläglich vor. Scheint aber der Fall zu sein. Wir können hier nur wieder rausrennen. Das ist schade. Ja, traurig. Traurig. Allen Leuten geht's super gut. Alles ist bestens. Niemand muss heilen. Bald geht's weiter mit der nächsten Folge. Drückt mal die Daumen, dass mein Internet bald wieder funktioniert. Und ganz liebe Grüße an euch alle. Und grämt euch nicht, dass ich nicht lesen kann, was ihr schreibt. Und dass ich nicht hören kann, was ihr mir zuruft. Ade, euer WB.